von da drüben. Komm mit. Das könnte unsere Chance sein, Peaches endlich zu finden. Sind Hotdogs nicht Peaches absolutes Lieblingsessen? Sind sie. Gehen wir rein und sehen uns um. Autsch! Oh, Layla, hi. Was machst du denn da unter dem Tisch? Hi, Leute. Ich suche meinen Ring. Den silbernen, den ihr mir zum Geburtstag geschenkt habt. Mein Lieblingsring. Wieso verschwindet denn heute alles? Wir suchen nach Peaches. Sie ist von zu Hause weggelaufen. Oh nein, das tut mir so leid, Polly. Und ihr hattet noch kein Glück? Ich hatte leider auch noch kein Glück. Der Ring muss vorhin beim Shoppen in der Mall irgendwie abgefallen sein. Ich denke, ich gehe zurück und suche da nochmal. Eigentlich könnte Peaches da auch sein. In der Mall haben wir noch nicht gesucht. Suchen wir doch zusammen nach Peaches und nach meinem Ring. Zu dritt haben wir bestimmt mehr Glück. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Die Mall schließt in einer Stunde. Wir müssen uns beeilen. Layla, suchen wir zuerst nach deinem Ring. Wo warst du überall einkaufen? Oben im dritten Stock. Gehen wir nach oben. Es dauert bestimmt eine Weile, alles abzusuchen. Erinnerst du dich, wo du genau warst? So ungefähr. Alles klar, lass uns deine Schritte zurückverfolgen. Also, ich habe definitiv eine Weile vor diesen Taschen gestanden. Vielleicht brauche ich einfach einen Perspektivwechsel. Und klein! Hast du was gefunden? Nein. Lasst uns woanders weitersuchen. Ich erinnere mich, dass ich Schuhe anprobiert habe. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Die Mall schließt in 30 Minuten. Ich werde den Ring niemals wiederfinden. Er hat perfekt zu dem Shirt gepasst, das ich vorhin gekauft habe. Layla, hast du das Shirt vor dem Kaufen anprobiert? Natürlich! Hab ihn gefunden! Wäre es okay, wenn wir noch ganz kurz bei der Zoohandlung vorbeischauen, bevor wir... Polly, was hast du? Leute, ich glaube, ich habe Peaches Halsband gefunden. Das sieht aus wie Peaches Halsband. Ich glaube, wir sind ganz kurz davor, sie zu finden. Und klein! Brauchst du Hilfe mit Peaches Halsband? Oh, gehen wir doch noch in das Tiergeschäft, bevor die Mall schließt, Polly. Vielleicht haben die Peaches gesehen. Nichts. Peaches, wo bist du bloß? Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Die Mall schließt in 15 Minuten. Bitte begeben Sie sich zum Ausgang. Wir müssen jetzt gehen, Polly. Oh.
Es gibt doch noch viele Orte, an denen wir noch nicht gesucht haben, oder? Nein. Wir haben jetzt an all ihren Lieblingsplätzen in Littleton gesucht. Und es wird langsam spät. Sollen wir zurück zu dir nach Hause gehen? Vielleicht ist sie da. Und falls sie da nicht ist, können wir deine Schritte von Anfang an nachvollziehen, so wie bei meinem Ring. Ich mache mir Sorgen, dass ihr etwas passiert ist. Hey, nicht aufgeben. Vielleicht hat sie jemand gefunden. Lass uns über Nacht ein paar Poster basteln, dann können wir sie morgen in der Stadt verteilen. Das ist eine tolle Idee. Ihr seid einfach die Besten. Danke. Moment mal. Was? Habt ihr das gerade gehört? Ich habe gerade ein Bellen gehört. Vielleicht solltest du dich etwas ausruhen. Komme gleich. Das war definitiv Hundebellen. Ich habe es auch gehört. Aber natürlich! Peaches hat mir geholfen, Pex für seinen Mittagsschlaf müde zu machen. Wir haben wirklich alles Mögliche ausprobiert. Ich muss sie aus Versehen mitgeschrumpft haben. Holly, bist du das? Schnell! Verwandle dich zurück, bevor dein Dad dich sieht. Und groß! Das Essen ist gleich. Peaches! Kommst du, Polly? Hier hätte jemand große Lust, dein Essen zu essen. Wirklich? Wer könnte das wohl sein? Verdammt. Ich glaube, Peaches hatte heute einfach keine Lust auf Eis. Das klang ja wie Shani. Ich muss rausfinden, was da los ist. Vielleicht kann sie mir helfen, Peaches zu finden. Danke fürs Mitnehmen, Kumpel. Gib mir die Münze zurück! Mal gucken, ob ich helfen kann. Überraschung! Was machst du denn da drin? Na, dir helfen natürlich. Kannst du auf den Münzschlitzmechanismus zugreifen? Kein Problem. Danke, Polly. Du bist die Beste. Mal gucken, ob ich das Spiel auch wieder flott kriege. Ich würde sagen, das hat geklappt. Polly, pass auf! Hm.
sind groß! Puh, das war knapp. Danke, Shani. Lust auf einen Frozen-Joghurt, nachdem ich dich gerettet habe vor dem Sorbet? Nein, danke. Ich glaube, ich hatte heute wirklich genug Abenteuer, die mit Eis zu tun hatten. Was meinst du damit? Bevor ich dich getroffen habe, habe ich auf einem Hund den Eiswagen verfolgt. Was? Wieso? Peaches ist von zu Hause ausgebüxt. Oh nein! Ich habe überall gesucht. In den Straßen, im Park. Aber ich kann sie nicht finden. Sie ist schon einige Stunden weg. Langsam mache ich mir Sorgen. Ich hoffe, dass ihr nichts passiert ist. Wir finden sie schon, Polly. Wir brauchen mehr Leute, die nach ihr suchen. Vielleicht können wir sogar Poster aufhängen. Oh, das ist eine tolle Idee. Hast du das auch gehört? Vielleicht ist es Peaches. Wer auch immer das ist, klingt, als bräuchte er Hilfe. Komm mit. Fortsetzung folgt. Gibt es Schöneres, als eine aufregende Woche im Regenbogenspaßland zu beenden? Du hattest recht, Shani. Sag ich doch. Der beste Weg, um seinen Stress zu vergessen, ist eine rasante Fahrt auf der Achterbahn. Und schon geht die Regenbogenfahrt los! Oh, was ist das? Ein Schiff? Wow, Shani, pass auf, da ist ein... Diese Fahrt ist toll! Mädels, guckt mal, was ich gefunden habe. Ich wollte schon immer mit Delfinen schwimmen. Mädels, ich glaube, das Schiff soll uns abholen. Wo es uns wohl hinbringt. Es gibt nur einen Weg, um das rauszufinden. Ich folge euch hier oben, Mädels. Wow. Wo sind wir hier gelandet? Ihr seid meine Rettung. Willkommen in der Meerjungfrauenbucht. Ich bin Königin Delfina. Ich habe ein Schiff geschickt, um euch um Hilfe für einen Notfall in unserem Paradies zu bitten. Wow! Wow! Wie können wir dir helfen, Königin Delfina? Unser magischer Delfin-Edelstein ist verschwunden. Ohne seine Kräfte verliert die Meerjungfrauenbucht ihren Zauber. Und unsere Meeresbewohner sind in Gefahr. Ihr müsst uns helfen, ihn zu finden. Seht doch, die Magie ist bereits verschwunden. Kommt, Mädels, finden wir den magischen Delfin-Edelstein. Hier ist er nicht. Im Leuchtturm ist er auch nicht. Was sollen wir denn jetzt tun? Uns läuft die Zeit davon. Mädels, ich glaube, sie will, dass wir zu ihr ins Wasser springen. Da muss der magische Delfin-Edelstein drin sein. Wir haben ihn gefunden. Danke für deine Hilfe. Kommt schon, lasst uns die Kiste öffnen, bevor es zu spät ist. Dass ihr unserem Paradies den magischen Zauber zurückgegeben habt. Wow, wilde Achterbahnfahrten unterm Regenbogen und magische Meerjungfrauengeheimnisse. Dieser Tag war einfach schön. Von da drüben. Komm mit. Das könnte unsere Chance sein, Peaches endlich zu finden. Sind Hotdogs nicht Peaches absolutes Lieblingsessen? Sind sie. Gehen wir rein und sehen uns um.
Was machst du denn da unter dem Tisch? Hi, Leute. Ich suche meinen Ring. Den silbernen, den ihr mir zum Geburtstag geschenkt habt. Mein Lieblingsring. Wieso verschwindet denn heute alles? Wir suchen nach Peaches. Sie ist von zu Hause weggelaufen. Oh nein, das tut mir so leid, Polly. Und ihr hattet noch kein Glück? Ich hatte leider auch noch kein Glück. Der Ring muss vorhin beim Shoppen in der Mall irgendwie abgefallen sein. Ich denke, ich gehe zurück und suche da nochmal. Eigentlich könnte Peaches da auch sein. In der Mall haben wir noch nicht gesucht. Suchen wir doch zusammen nach Peaches und nach meinem Ring. Zu dritt haben wir bestimmt mehr Glück. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Die Mall schließt in einer Stunde. Wir müssen uns beeilen. Laila, suchen wir zuerst nach deinem Ring. Wo warst du überall einkaufen? Oben im dritten Stock. Gehen wir nach oben. Es dauert bestimmt eine Weile, alles abzusuchen. Erinnerst du dich, wo du genau warst? So ungefähr. Alles klar, lass uns deine Schritte zurückverfolgen. Also, ich habe definitiv eine Weile vor diesen Taschen gestanden. Vielleicht brauche ich einfach einen Perspektivwechsel. Und klein! Hast du was gefunden? Nein. Lasst uns woanders weitersuchen. Ich erinnere mich, dass ich Schuhe anprobiert habe. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Die Mall schließt in 30 Minuten. Ich werde den Ring niemals wiederfinden. Er hat perfekt zu dem Shirt gepasst, das ich vorhin gekauft habe. Laila, hast du das Shirt vor dem Kaufen anprobiert? Natürlich! Hab ihn gefunden! Wäre es okay, wenn wir noch ganz kurz bei der Zoohandlung vorbeischauen, bevor wir... Polly, was hast du? Leute, ich glaube, ich habe Peaches Halsband gefunden. Heute Geburtstag! Woohoo! Es gibt noch einiges zu tun. Ich backe heute den besten Geburtstagskuchen der Welt. Und dann fahre ich im Skatepark ein Rennen mit Shani, Nicholas und Laila. Oh, und dann gibt es da noch das Freispiele-Event in der Spielhalle. Nein, wartet. Eigentlich möchte ich heute viel lieber mit allen einen Hubschrauberrundflug machen. Ich muss nur einen neuen Propeller einbauen. Mal sehen. Ich hab's. Ich werde Laila um Hilfe bitten. Ich bin mir sicher, dass wir den perfekten Propeller in ihrem Zubehör finden. Shani, alles okay? Das tut mir so leid. Ja, mir geht's gut. Keine Sorge. Happy Birthday übrigens. Danke. Ich freue mich so darauf, mit euch allen zu feiern. Nein, lass mal. Ich mach das schon. Tut mir leid, aber ich bin heute sehr beschäftigt. Ich muss ein...
wissenschaftliches Projekt beenden. Lass uns ein anderes Mal feiern. Wir sehen uns. Okay. Bis dann. Hey, Laila. Ich hab dich gesucht. Hast du vielleicht einen Propeller für meinen Hubschrauber? Ich möchte nämlich alle meine Freunde auf einen Geburtstagsrund... Sorry, Polly. Ich habe einen supervollen Zeitplan heute. Wir sehen uns später, okay? Oh, und Happy Birthday. Danke. Wieso sind denn heute alle so beschäftigt? Gut, dann gibt es keinen Hubschrauberflug. Aber vielleicht ist Nicholas ja im Skatepark. Und der hat bestimmt Lust auf ein Rennen. Hallo, Geburtstagskind. Nicholas, warte. Ich wollte mit dir ein Rennen fahren. Sorry, ich bin spät dran. Holen wir nach. Ich muss los. Es ist doch nicht zu fassen, dass keiner mit mir feiern will. Vielleicht könnte ich etwas Neues ausprobieren. Und klein! Juhu! Das macht so viel Spaß! Die anderen verpassen wirklich etwas. Das ist genug für heute. Eigentlich könnte ich noch in der Spielhalle vorbeischauen bei dem kostenlosen Spiele-Event. Scheint eine lustige Party zu sein. Das gucke ich mir an. Und groß! Happy Birthday, Polly! Wow, das ist ja absolut fantastisch. Danke, Freunde. Du hast nicht damit gerechnet, dass wir eine Party schmeißen, oder? Alles klar. Dann kann die Party ja losgehen. Den Kuchen haben wir selbst gemacht. Ich hatte Angst, dass du unseren Plan aufdeckst, als wir uns vorhin über den Weg gelaufen sind. Zum Glück hast du nicht bemerkt, dass die Kerzen fast aus der Tüte gefallen wären. Also, Polly, wünsch dir was. Ach was, ich muss mir doch überhaupt nichts wünschen. Ich habe die besten Freunde auf der Welt. Los, lasst uns die Kerzen gemeinsam auspusten. Eins, zwei, drei. Happy Birthday, Polly. Polly, achte drauf, dass er einen Mittagsschlaf macht und ruf an, wenn du mit irgendwas Schwierigkeiten hast. Ich schaff das schon, Mom. Mach dir keine Sorgen. Bye, bye. Denk dran, dich auch um Peaches zu kümmern, okay? Komm her, Peaches. Es gibt für alle etwas zu essen. Hast du Hunger, Pex? Schön weit aufmachen. Komm schon, das ist doch lecker. Okay, Pex, du gewinnst. Hier ist der Löffel, aber du musst doch etwas essen sonst.
Und klein! Klein, klein! Und groß! Ich werde nicht mehr klein, solange du frech bist. Vielleicht machen wir jetzt den Mittagsschlaf? Packen wir dich ins Bett. Mal sehen, wo ist dein Teddy? Hey, komm schon, Pex. Es ist Schlafenszeit. Wir können ja später noch ganz viel zusammen spielen. Schlaf gut. Wie schaffst du das bloß? Alles klar, Kleiner. Du willst spielen? Dann mal los. Du musst endlich schlafen. Mom und Dad sind bald wieder da. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dir mit meinem Medaillon beim Einschlafen helfen kann. Jetzt sauber und aufgeräumt. Und ich brauche jetzt auch einen Mittagsschlaf. Oh, Schatz. Ich glaube, du hast die Tür nicht richtig zugemacht, als wir gegangen sind. Oh, tut mir leid. Und? Ist alles gut gegangen? Alles bestens. Er schläft gerade. Klasse. Hast du daran gedacht, Peaches zu füttern? Ja, klar. Sie ist gefüttert und zufrieden. Also, Peaches? Peaches, wo bist du? Oh nein, ich glaube, sie ist weggerannt. Fortsetzung folgt. Peaches Halsband. Ich glaube, wir sind ganz kurz davor, sie zu finden. Und klein! Brauchst du Hilfe mit Peaches Halsband? Noch in das Tiergeschäft, bevor die Mall schließt, Polly. Vielleicht haben die Peaches gesehen. Tja,
Hier ist nichts. Peaches, wo bist du bloß? Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Die Mall schließt in 15 Minuten. Bitte begeben Sie sich zum Ausgang. Wir müssen jetzt gehen, Polly. Oh. Es gibt doch noch viele Orte, an denen wir noch nicht gesucht haben, oder? Nein. Wir haben jetzt an all ihren Lieblingsplätzen in Littleton gesucht. Und es wird langsam spät. Sollen wir zurück zu dir nach Hause gehen? Vielleicht ist sie da. Und falls sie da nicht ist, können wir deine Schritte von Anfang an nachvollziehen, so wie bei meinem Ring. Ich mache mir Sorgen, dass ihr etwas passiert ist. Hey, nicht aufgeben. Vielleicht hat sie jemand gefunden. Lass uns über Nacht ein paar Poster basteln, dann können wir sie morgen in der Stadt verteilen. Das ist eine tolle Idee. Ihr seid einfach die Besten. Danke. Moment mal. Was? Habt ihr das gerade gehört? Ich habe gerade ein Bellen gehört. Vielleicht solltest du dich etwas ausruhen. Komme gleich! Das war definitiv Hundebellen. Ich habe es auch gehört. Aber natürlich! Peaches hat mir geholfen, Pex für seinen Mittagsschlaf müde zu machen. Wir haben wirklich alles Mögliche ausprobiert. Ich muss sie aus Versehen mitgeschrumpft haben. Polly, bist du das? Schnell! Verwandle dich zurück, bevor dein Dad dich sieht. Und groß! Das Essen ist gleich. Peaches! Kommst du, Polly? Hier hätte jemand große Lust, dein Essen zu essen. Wirklich? Wer könnte das wohl sein? Willkommen zurück zu meinem Vlog. Ich muss euch unbedingt erzählen, was heute passiert ist. Es schneit! Findet ihr Schnee auch so toll? Das ist das Schönste für mich am Winter. Es schneit jetzt schon seit Tagen und meine Freundinnen Laila und Shani und ich freuen uns auf ein Schneeabenteuer. Eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. Ich finde, das klappt schon richtig gut. Ich liebe Schnee. Und jetzt noch zwei Augen. Eins und zwei.
Und einen pinken Schal. Und fertig. Also, ich finde, ein blauer Schal würde definitiv besser zu deinen Augen passen. Polly! Schneeball! Nicht getroffen! Oh. Hey, nicht schlecht. Na, warte! Das machst du nicht nochmal mit Mr. Snowy. Und bist du bereit? Huh? Ha! Ich habe nur darauf gewartet. Dann pass mal auf. Guter Wurf, Charlie. Und jetzt Lailas Klopf. Vielleicht beim nächsten Mal. Aufgepasst, Mädels! Wow, guckt mal! Wow! Wow, sieht das schön aus! Wirklich wunderschön! Ja! Ich wünschte, dass es jeden Tag schneien würde. Das macht so viel Spaß! Es ist so magisch. Woraus besteht Schnee eigentlich? Also, wenn die Temperaturen in der Atmosphäre sinken, verfestigt sich das kondensierte Wasser in den Wolken zu Kristallen. Ich finde, er ist zu flauschig, um Wasser oder ein Kristall zu sein. Er ist doch eher weich wie Zuckerwatte. Wenn wir ein Mikroskop hätten, könnten wir die Kristalle ganz genau ansehen. Ich bin mir sicher, du findest sie wunderschön, Laila. Vielleicht brauchen wir ja gar kein Mikroskop. Kommt mit. Lasst uns rausfinden, woraus Schneeflocken wirklich gemacht sind. Tolle Idee. Und klein. Du hattest recht, Charlie. Sie sind wunderschön. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass es so viele verschiedene Muster gibt. Ich habe eine Idee. Jede von uns fängt sich eine Schneeflocke mit dem Muster, das sie am liebsten mag. Auf geht's! Ich möchte eine mit einem dreieckigen Muster und einer schönen, stabilen Form. Da! Perfekt! Das ist die richtige. Shani, guck mal. Oh. Streifen sind in dieser Saison total in. Ist sie nicht wunderschön? Guter Fang. Wo ist Polly? Oh. Hier drüben. Guck mal, was ich habe. Sehr schön, Polly. Wow. Deine Schneeflocke ist so cool. Ja, ich denke, diese Spiralen könnten sie super aerodynamisch machen. Ganz genau. Das ist die perfekte Schneeflocke, um das zu tun. Shani, fang! Oh. Oh, gefangen! Jetzt du, Laila. Hier, zu mir. Das war so ein lustiger Tag. Ich hoffe wirklich, dass es morgen auch wieder schneit. Was macht ihr denn gerne, wenn es schneit? Das würde ich gerne wissen. Hinterlasst mir unten einen Kommentar. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, abonniert gerne meinen Kanal. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Hey, ihr Lieben! Polly hier! Willkommen zurück zu meinem Vlog! Also, Laila hat heute endlich ihr Sommerpraktikum in einer Fashion-Boutique im Einkaufszentrum angefangen. Und sie war super aufgeregt! Zum Glück waren Shani und ich da, um ihr zu helfen.
Lila arbeitet doch schon wirklich hart. Wie konnte sie noch dieses Sommerpraktikum finden? Einer Freundin ihrer Mom gehört die Fashion Boutique. Und als sie Lilas letzte Kreation gesehen hat, hat sie sie einfach eingeladen. Wow, wie großartig. Sie muss sich so freuen. Oh mein Gott, mein erster Tag und ich komme schon zu spät. Deine Schicht fängt doch erst in einer Stunde an. Du hast noch ewig Zeit. Nicht, wenn man seine Haare und sein Outfit aufeinander abstimmen muss. Entspann dich. Komm, wir helfen dir dabei. Danke, Leute. Oh, das passt einfach nicht zusammen. Also für mich sieht es gut aus. Oh, ich weiß nicht. Ich bin so nervös. Wie soll ich Leuten helfen, wenn ich mir nicht mal selber ein Outfit zusammenstellen kann? Lila, du bist eine brillante Stylistin. Vertrau einfach deinem Instinkt. Ich glaube, da kommt gerade ein Kunde rein. Oh nein, was mache ich denn jetzt bloß? Ich habe eine Idee. Und klein. Nimm uns einfach mit. Wir verstecken uns in deinen Taschen und wenn du einen Ratschlag brauchst, helfen wir dir. Leute, habt ihr gehört? Die Schichtleiterin hat mich gebeten, diese Schuhe im Regal zu ordnen. Irgendwelche Vorschläge? Okay, das ist einfach. Ordnen wir sie einfach in einer logischen, alphabetischen Reihenfolge an. Genau wie Bibliotheksbücher. Die blauen zuerst, denn B kommt vor G für gelb. Wie wäre es mit einem praktischeren Ansatz? Die Sommerschuhe auf eine Seite und die Winterschuhe auf die andere. Aber Sneakers sind weder Sommer- noch Winterschuhe. Siehst du, mein System ergibt mehr Sinn. Aber das hier ist keine Bibliothek, Shani. Lila? Ich wusste nicht, dass du hier arbeitest, Lila. Oh, hi, Mrs. Pocket. Ich mache hier mein Sommerpraktikum. Oh. Ich versuche nur etwas Neues mit der Auslage. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? In der Tat, ja. Ich möchte einen Hut kaufen. Ich zeige Ihnen die Hutkollektion. Also, ich bin mir mit der Farbe nicht wirklich sicher. Die Farbe? Kein Problem. Ich suche etwas anderes. Shani, ich hab doch gesagt, die Farbe passt nicht. Wie wäre es mit dem? Versuchen wir doch den hier. Vielleicht etwas zu groß? Ich hab doch gesagt, dass er nicht passt. Aber der Stil passt zu ihr. Genau, das ist es. Oh. Ihr bleibt hier. Entschuldigung, aber können Sie mir noch genauer sagen, wonach Sie suchen? Ich suche nach einem Vintage-Look. Na, mal sehen. Wie wäre es mit diesem? Ich liebe ihn. Vielen Dank. Gern geschehen. Ist alles okay? Sorry fürs Durcheinanderbringen, Lila. Ja, und sorry fürs Streiten. Nein, schon okay. Ihr wolltet ja nur helfen. Aber du hattest recht, Polly. Ich muss meinem Instinkt vertrauen. Leute, wie findet ihr das hier? Eine farbliche Anordnung nach den Farben des Regenbogens. Wow, wirklich gut gemacht, Lila. Ein richtiger Eyecatcher. Vielen Dank. Und vielen Dank nochmal für eure Hilfe. Ich weiß, ihr habt es nur gut gemeint. Ihr seid die allerbesten Freunde. Lila hat sich an ihrem ersten Tag so gut geschlagen, weil sie ihrem Instinkt vertraut hat und mit Selbstbewusstsein gearbeitet hat. Okay. Das war's für heute. Und denkt daran, klein, ganz groß.